Dr. Atomwaffel fragt Pete Smeet: Wenn ihr zaubern könntet, was wäre das Erste, was ihr tun würdet? Boah, das ist eine super schwere Frage. So ähnliche hatten wir auch schon mal, aber spontan fällt mir dazu ein, ich würde gerne fliegen können, also würde ich einfach quasi auf mich selber Flugkräfte zaubern, sodass ich einfach, so wie bei Dragon Ball, fliegen könnte. So, also ich würde als allererstes so einen Zauber machen wie Sauberus oder ähnliches, ne? Einfach, ich würde dann alles rumliegen lassen, immer, und dann einfach nur hinter mir herräumen und dann diesen Zauber machen, und dann würden so nach und nach sich meine Klamotten falten und die Essensreste würden automatisch in den Mülleimer fliegen, der Müll würde automatisch runtergebracht werden, das wäre mega cool. Das wäre das Erste, was ich tun würde. Und immer benutzen würde. So instant. Das wäre auch so ein Zauber, ich glaube, den würde ich einfach so auf Quickload setzen, so. Aber fliegen wäre aber auch geil, so als Zauber. Ja, aber überleg doch mal, fliegen so wirklich, ja? Wenn du fliegst, dann kommt dir die ganze Zeit der kalte Wind ins Gesicht, die fliegen, ja, ab einer gewissen Geschwindigkeit kriegst du auch keine vernünftige Luft mehr. Versuch mal bei 120 den Kopf aus dem Auto zu stecken, vernünftig zu atmen. Ja, dann zauber ich mir als Zweites einfach so eine Blase um den Kopf, damit ich keinen Wind ins Gesicht kriege. Ja, das ist auch nicht schlecht. Also ich muss ja halt nur, das ist die Frage, was ich als Erstes zaubern würde. Die Blase zu ändern. Als Erstes würde ich einen Zauber rauszaubern, wo ich alle anderen Zauberer töten würde, damit ich der einzige Zauberer bin. Das ist auch eine gute Idee. Ja, stimmt. Weil man damit, kann nicht, damit ich dann unikat bin. Man kann nicht einfach in Koexistenz leben, das ist unmöglich. Nein, das geht hier nicht. Okay. Ich würde am Anfang irgendwas Ungefährliches machen, damit ich damit ein bisschen rumspielen kann. Weil es ist ja so irgendwie plötzlich dann, ne? Deswegen würde ich mir, glaube ich, einen Socken zaubern. Wenn ich zaubern könnte, wäre das Erste, was ich tun würde, ich würde den Menschen die Harry Potter Geschichten aus dem Kopf löschen. Pams.